Today, we shall see victory! A great new altered fights at our side! The anomaly should have killed us. But instead, it left us something more. Altered and Outrider. Only we can lead them to a future. Go! Move! Whatever we were before, we're something new now. We were given a second life. We can't waste it. Wow, interessante Klassen. Aber wir werden nur eine anspielen. So, und damit willkommen bei der Outriders Demo. Natürlich mit Andy, wir werden versuchen zusammenzuspielen. Hi. Hu. Ich mache natürlich einen Kerl, Charakter anpassen. Ich mache mir das ganz einfach. Ja, ist okay. Hautfarbe, Käse weiß wie immer. Augenfarbe ja grau. Haare. Oh nee, keine Brett. Ja, eben so ein Kuselskopf passt. Bei Tagebärtchen passt. Zeichnung, sprich Narben. Irgendwas an der Stirn. Ding an der Stirn bleibt, okay. Wunderbar, dann machen wir Charaktererstellung. Lazaro, was ist das für ein Name? Schöner. Olli. So, Neuanfang. Storypunkt wählen, Weltstufe 1. Los spielen mit Freunden. Das geht doch. Andi, geht doch. Hm. Warte, ich muss erstmal den Namen ändern. Ah, guck mal, das geht ja mal richtig easy. Also so mag ich ein Spiel. Einladung schicken geht nicht. Profil ansehen? Nee, das kenne ich doch. Das kenne ich. Das ist weg. Das ist auch weg. Ready? Oh, Moment. Spiel mit Freunden. Andy, Einladung schicken ist nicht drin. Bist du online ins Team? Ja. Eigentlich? Ja, bin Andi. Okay. Willst du mich sehen? Freunde Outrider spielen werden in der Liste angezeigt. Ach, guck mal, die spielen alle Outrider. Guck mal hier. Greyhound, Mama, Steffi, Waldfee. Andi, ja, ich kann dich aber nicht holen. Geht nicht. Ich kann dich aber. Ja? Ich sehe dich. Ja, ja, sehen tue ich dich auch, aber ich kann dann Einladungen nicht schicken. Prolog nicht beendet, da steht's doch. Alles klar. Wo steht das? Zwischen zufälliges Team und Spiel mit Freunden. Ach so. Also erstmal Spiel starten. Genau. Dann hau ich dich in den kompletten Stummus und dann meldest du dich gleich, wenn du durch bist, ja? Okay. So. Die Erde war tot, wir hatten sie zerstört. Zwei Kolonieschiffe sollten uns durchs All bringen. Nur ein Schiff hat es geschafft. Wir sind alles, was übrig ist.
Nach 83 Jahren endete unsere Reise nun im Orbit unserer neuen Heimat. Schon fett aus. Für mich ist das die Entscheidung, ob ich mir das Spiel dann wirklich später hole oder nicht. Kapsel 1, hier Florence Zentrale. Freigabe für Sinkflug zur Oberfläche. Verstanden. Führe Abkopplung durch. Start der Hilfsdüsen. Ja, selten geworden, dass heutzutage eine Demo vorher rauskommt. Normal kauft man die Katze im Sack. 20 Sekunden bis zum Eintritt. Schubdüsen starten. Drehen und bremsen. Primäre Zündung. Ist auf 30%. Triebwerk voran. Höhe 20.000 Fuß und Fallen. Kapsel 1, Empfang ist gestört. Zur Hochleistung Antenne wechseln. Signalstärke bestätigen. Sehr gut, Kapsel 1. Zur Landung antreten. Triebwerke aus. Kapsel 1 gelandet. Epic. Ist fast wie zu Hause. Und genau das macht mir Sorgen. Na, Boss? Alle bereit? Hast du den Truck? Videosequenzen halt 30 gecaptured. Scharfschützen auf 3 und 6, mehrere Verteidigungslinien und eine Operationsbasis, und zwar binnen einer Stunde. Los! Goodman, komm her! Du weißt, was hier auf dem Spiel steht. Die Flores ist zur Hälfte demontiert. Das Triebwerk soll Energie für 500.000 Einwohner liefern. Wenn diese Outriders fündig werden, meldest du das gefälligst zuerst mir, klar? Ich soll nur für die Einhaltung der Verfahrensregeln sorgen. Das ist nicht die Erde, She-Ra. Es gibt hier keine Verfahrensregeln. Outriders, ich weiß, was ihr denkt. Wir können nicht zurück nach Hause. Und niemand weiß, was uns da draußen erwartet. Aber die ECE-Sesselfurzer genehmigen die Landung erst, wenn wir die Sonden finden. Dann an die Arbeit! Jetzt nutze ich mal ganz kurz, um rauszutappen, so. Mir mal die Beine vertreten. Ich gehe vor. Nicht, dass du gleich am ersten Tag gefressen wirst. Entspann dich, Outrider. Ja, ohne dich wäre ich nicht hier. Ich läge zu Hause unter der Asche begraben. Okay. Rücken wir aus. Seid wachsam. Und passt auf. Tap. Ah, okay. Ich würde jetzt aber gerne mal... Kurz. Okay, hüpfen ist nicht. Ach, jetzt darf ich. Option, ich würde gerne die Dialoglautstärke hochdrehen. Die sind mir doch ein bisschen leise, die Jungs. Riech bloß mal die Luft. Meine Lungen sind gar keine Luft mehr gewöhnt, die nicht nach Diesel und Scheiße duftet. Ich fand die Luft auf der Erde nicht so schlimm. War dran gewöhnt. An die frische Luft wirst du dich auch gewöhnen. Eigentlich
Hätte doch keiner von uns entkommen sollen. Schuldgefühle, sieht weil du mega aus. Geht uns allen so. Es ist nicht nur das. Wäre der Antrieb der Caravelle damals nicht explodiert und hätte die meisten echten Outriders getötet, stünde hier an ihrer Stelle nicht eine Gruppe von Söldnern. Ich habe dich angeheuert, weil du dich von nichts aufhalten kannst. Waffe nutzen ist nicht. Jungs, ihr habt aber, ne, die arme Natur und so. Weg mit dem Grün. Help you record your quests, enemies and more positions. Ah, das ist das, okay. Will den Quest sammeln. Outrider, signalisiere dem Hauptquartier, dass die Gegend sicher ist. Uff. Okay, das ist auch ziemlich selten, zumindest in den Spielen, die ich spiele, dass das Gras reagiert mit der Charakterinteraktion oder überhaupt die Pflanzenwelt. Sehr geil. Okay. Markiere die Position des Outrider-Lagers. Rennen ist nicht, okay. Interactive mit Objekt. Deutsche Übersetzung ist noch nicht so perfekt, aber ist ja auch nur eine Demo. Dauert ja noch ein bisschen. Videosequenz wieder auf 30 gecaptured. Na schön, Leute. Wir haben einen Job zu erledigen. Kasper, Skarstedt, sichert die Umgebung. Ich will Befestigungen innerhalb einer Stunde. Jakob, du überprüfst die Munition. Goodman, starte deinen Scanner, damit wir die verdammten Sonden finden. Outrider, auf ein Wort. Ich bin ja schon unterwegs. Hört sich echt gut an, Boden unter den Füßen zu haben. Halten, na, Konsolenport. Hey! Egal, was hier draußen passiert, ich brauche dafür meine Spitzenkraft, falls was schief geht. Kann ich auf dich zählen? Sag mir schon, was anliegt, Cap. Unsere Waffen wurden seit 100 Jahren nicht abgefeuert. Geh mal rüber zu Jakob und lass deine Ausrüstung prüfen. Sobald wir die Sonden aufspüren, solltest du aufbrechen. Noch Fragen? Keine Nachricht von der Erde? Ist sie echt hinüber? 15 Jahre nach Beginn der Reise wurde es still. Das hatten wir erwartet. Seitdem gab es laut ECA keinerlei Kontakt. Scheiße. Ich bin in einem Slum aufgewachsen. Hab um Reste gekämpft. Und lange vor dem Ende hatte ich schon alle verloren. Vorm Weltuntergang hatte ich keine Angst. Hätte eh nie gedacht, dass ich älter als 20 werde. Irgendwie gehöre ich zu denen, die es geschafft haben. Dabei weiß ich nicht mal, was ich hier eigentlich tun soll. Wenn's gut läuft, wirst du all das irgendwann zurücklassen müssen. Das ist ein neuer Anfang. Du könntest hier eine Familie gründen. Eine Hütte bauen. Alt und fett werden. Nichts für mich, Cap. Mit Kugeln kann ich umgehen, mit Kindern nicht. Für so einen wie mich wird's dir keinen Bedarf geben. Vielleicht für dein früheres Ich. Aber du gehörst zu den Auserwählten. Du kannst die Zukunft gestalten. Wirf das nicht weg. Wie ist es denn mit der Profiltiefe? Ich werde Jakob suchen. Weiter für mich? Okay. Ich such dann mal Jakobs Schießstand. Okay. Du musst bereit sein, falls wir von den Sonden hören. Das Video wirkt voll laggy, ey. Okay, pass auf, ich muss darüber. Schon gesehen? Ein Skript von Maxwell. Okay, der rennt jetzt richtig. Aber wow. Junge, kann ja schnell sein. Alles klar. Tagebuchnotiz mit G. Interessant. Hey Kollege, was geht? Gebete funktionieren also doch? Was hast du denn, Boss? Boah, ist das Video lang. Ich kenne diesen Blick. Ach so. Und er noch? Die Übung. Zeit für ein paar Tests.
Willst du zielen üben, Boss? Fangen wir an. Definitiv. Cooles Ding. Jo. Ja, ein neues Spielzeug. Du darfst es zuerst ausprobieren, Boss. Kommst du gegen einen Panzer an? Wie? Soll ich zaubern? Probier mal die Handfeuerwaffe. You to switch to Sideman. Joa. Drücke Q. Jo, Spiel kaputt. Ah, gedrückt halten, ich verstehe. Fühlt sich ziemlich gut an, was? Prima, du kannst es immer noch. Ja, weiter. To Main Weapon. Jetzt brech mir die Simo nicht ab. Ich dachte, meine Maus ist echt schnell, aber... Moment. Genau wie Fahrradfahren. Wow, die 80 Jahre haben deine Treffsicherheit verbessert. Was soll ich denn mit dem machen? Noch drauf. Outrider, sieh nach, ob unsere ECA-Vertreterin Shira schon Sonden gefunden hat. Ach, schade. Was? E gedrückt halten? Für? Zum Auffüllen. Okay. Irgendwelche Ausweichsmoves? Nein? Okay. Ja, es sieht mega aus und läuft absolut super. Bis auf die Videosequenzen sind für den Arsch. Noch. Meine Güte. Einfach herrlich. Hättest du das doch sehen können, Dad. Hallo. Du bist Shira, richtig? Tut mir leid. Ist die Landschaft nicht unglaublich? Wunderschön. Oh. Hätten wir bloß ein Internet, um die zu posten. Das ist rein wissenschaftlich. Übrigens, das Internet werden wir binnen 6 Monaten am Laufen haben. Gut. Wir haben das ganze Ding gebackupt. Ich zieh dich nur auf, Shira. Wie sieht's mit der Sonde aus? Der Scan läuft noch. Keine Ahnung, was ich sonst noch tun kann, aber... Wie können die Signale der Sonden einfach verschwinden? Ja, es hieß, es wäre eine Art Interferenz oder sowas. Vielleicht aus dem All, aber nicht von hier unten. Trotzdem waren die ersten Messwerte wohl korrekt. Wir atmen. Ja, aber damit die... ECA zulässt, dass noch 500.000 Menschen herkommen, müssen die Sonden bestätigen, dass wir sie versorgen können. Und falls das nicht klappt, welchen Plan B hat die ECA? Hast du auch Fragen, auf die ich Antworten habe? Das Signal ist anscheinend wieder da. Ehrlich? Mal gucken. Hey, soll das Ding hier so blinken? Oh. Das ist eine Sonde. Tanner. Ich glaube, wir haben ein Signal, ganz nah. Gute Arbeit, Outrider. Finde das Scheißding, damit wir diese Kiste landen können. Okay. Verstanden. Lolo. Hey, das ist ein historischer Moment. Wir sollten ihn dokumentieren. Alles für die Wissenschaft, was? Läuft. Okay, pass auf, hier gibt es noch was zu klären, ne? Hier, der will noch was erzählen. Ah, deine Familie auch noch runtergeschafft. Dann mache ich mal weiter. Hallo, Maus, danke. Besser ist das, ich will da gar nicht wissen oder alte Wunden aufreißen, das gehört sich nicht. Das ist unglaublich, guck mal.
ist es. Normale Bewegung und... Umgebung sicher. Erst feuern, wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben. Ich darf nicht feuern, das ist zumindest nicht frei. Noch nicht. Wow, ich sehe sowas wie hyänenartige Kuhviecher. Ja, ich sehe sie hier drüben auch. Ist eine ganze Herde. Wie geil. Sind wir sicher, dass alle Tiere in dieser Gegend Vegetarier sind? Pflanzenfresser. Wir nennen sie Pflanzenfresser. Na egal. Ganz schön hässlich, wenn ihr mich fragt. Nein, sie sind erstaunlich. Lassen sich bestimmt domestizieren für die Viehzucht. Auf jeden Fall. Ja, die geben bestimmt... Eins von diesen Kuhviechern sonstig direkt vor mir. Vielleicht kommst du nah genug ran, um eine DNA-Probe zu nehmen. Ist zwar nicht gerade Priorität, aber wenn ich mich dem Ding nähern kann, versuche ich's mal. Ach so, warte mal. Hab's verscheucht. Aber ich hab die Sonde. Fantastisch. Da braut sich ein Sturm zusammen. Boah, was eine wunderschöne Welt. Cap, hab die Sonde. Hat eine harte Landung hingelegt. Aber die Daten scheinen intakt. Verstanden. Übermittle es ans Hauptquartier. Gute Arbeit, Outrider. Warte, Tanner? Ich empfange hier noch ein zweites Signal, aber irgendetwas ist seltsam. Seltsam? Die Tonhöhe steigt und fällt. Eigentlich sollte sie gleichmäßig sein. Outrider Alpha an Hauptquartier. Wartet noch mit dem grünen Licht. Wir müssen noch eine Sonde analysieren. Negativ, Alpha. Euer Job ist getan. Verdammt. Maxwell, hör mir zu. Wir können uns keine Fehler erlauben. Gib uns Zeit. Noch länger und wir verlieren das Orbitalfenster. Die Daten sind da. Ich sag Bescheid. Ihr wollt weitersuchen? Gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr Ärger bekommt. Ende. Ach, na schön, Outriders. Zurück zum Konvoi. Suchen wir diese verirrte Sonde. Also, unglaublich. Der Held, die Performance. Das Spiel sieht bombastisch aus. Das ist, habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Okay, Motion Blur sollte noch weg. Ist ja eine wahre Wonne. Die Performance ist hart oben. Das, was eingestellt wurde. Ja gut, bei der Hardware nicht unbedingt ungewöhnlich, aber in letzter Zeit ja nur andere Sachen erlebt. Oh, Kollege. Hey, Cuthbert. Gibt's was Neues? Von der Sonde kommt nur Rauschen, aber hab die Quelle verfolgt. Da. Habt ihr eure Gummistiefelchen? Hm. Jakob, gleicher Scheiß, anderer Planet. War ja klar. Treten und schlagen hilft die immer. Elektronik stürzt ab. Die Trucks stehen still. Wir gehen zu Fuß. Soldat, du kümmerst dich um She-Ra. Verstanden? Wir gehen weiter. Augen auf. Holy shit, was ist denn da im Wasser? An der eigenen Spucke verschluckt, Alter? Bin okay. Scheiße!
Bringt ihn zum Schiff! Alarmiert die Sunnis! Was ist los? Zurück! Gott verdammt! Maus spinnt auch noch ein bisschen. Tanner, ich sehe die Sonde. Da bewegt sich was. Rücke vor. Hey, Freemode. Geschichte, die... Oh, zu spät. ECA-Hauptquartier. Wir haben hier eine potenzielle... Tagebucheintrag. Erbitten Quarantäneverfahren auf der Bahn. Uff, da gibt's einiges. Verdammt, Tanner, ihr Holzköpfe, vermasselt das nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel bei der Landung und ihr habt keine Befehlsgewalt über mich. Maxwell, Mist. Einheit 2, bleibt auf Position, wir kommen. Divorce, wo steckst du? Ich suche die verirrte Sonde. Was macht Skarstad? Sieht scheiße aus. Irgendeine Idee, was der schwarze Glibber ist? Eine Art Saprophyt oder Methyl? Habe ich mit zu Proben nehmen. Wir proben, ja, sollte haben. Alter. Wow. Letzte Mal wow war bei James Camerons Avatar-Spiel. Okay. Okay, du willst spielen? Spielen wir. Uff, hat getroffen. Dort. Captain, eins der Kuhviecher hat mich angegriffen. Es ist durch irgendwas wild geworden. Ich musste es töten. Seid vorsichtig. Verstanden, Outrider. Nice. Jetzt sieh zu, dass du die Sonde... Ach, diese 30er-Szenen, die wirken so laggy. Tanner, ich hab sie. Gut, hol dir die Festplatten und dann raus da. Warte mal, sie läuft nur im Relais-Modus. Tanner, das Signal kommt gar nicht von der Sonde. Es kommt von außerhalb des Suchbereichs, von irgendwo auf dem Planeten. Unmöglich. Hier ist doch sonst keiner. Sichere die Festplatte. Wir analysieren das Signal in der Basis. Verstanden. Verdammt! Das Ding wird gegrillt, Hannah! Gib uns die Frequenz! Scheiße. Trägerfrequenz 97, Tanner, hörst du mich? Scheiße. Oh, Scheiße. Tanner? Tanner! Ich weiß nicht, was hier für eine Scheiße los ist. Oh ja. Was zum Teufel? Okay. Junge, was geht hier ab? Epic Tour.
Also das ganze Spiel so ist, YOLO. Na los! Ich brauche in der Basis eine Quarantäne, verstanden? Shit! Man tollt doch nicht auf fremden Planeten rum wie auf dem Spielplatz im Sandkasten. Maxwell, was zur Hölle ist hier los? Wo sieht's denn aus? Sir, wir müssen das Quarantäneverfahren einhalten und die Landung verschieben. Was auch immer über diesen Planeten berichtet wurde, es war falsch. Es gibt eine Art Anomalie. Wenn wir landen, dann sterben alle. Wir können die Landung nicht stoppen. Es ist zu spät. Wir können sonst nirgendwo hin. Uff. Okay. Nice Speed. Fähigkeit. Weiß nur eine Schweißbrenner. Tanner, hier! Hilfe! Sanitäter, versorgt sie! Na los! Stop. Sie sind kontaminiert. Merzt sie aus. Das ist ein Befehl. Du bist und bleibst ein Arschloch. Seh dich um! Da sind Männer und Frauen, die Hilfe brauchen. Und jetzt reißt euch zusammen und tut das Richtige. Sonst werde ich... Nein! Was ein Wichser. Ausmerzen. Sofort. Verbrennt die Leichen, verdammt. Gib's aufs Maul. Hallo, Deckung! Ich kümmere mich um die Verwundeten. Haltet ihr sie zurück? Ja, gut, gib mir Deckung. Ich hol mir Maxwell. Alles klar. Halt weiter, das ist ein Befehl! Klar. Du deine verdammten Schergen zurückpfeifst. Sergeant Major, die gesamte Kolonisierung ist in Gefahr. Wir müssen die Flores warnen. Deine Outriders haben diese gefährliche Situation geschaffen. Die Mission gefährdet. Schwachsinn. Mhm. Aufheben. Aufheben. E für Inventar. Oh, neue Waffe. Was machen, sagt er. Oh ja, klar, machen wir. Kann ich jetzt auch schnell wechseln mit 2, 3? Nein. Ah, aber mit dem Mausrädchen. Guten Morgen. Okay, muss genauer hingucken. Ja, Jungs, keine Chance. Hey, Busch, geht ab. Er will alles niederbrennen. Warum? Damit er die Taktik verbringen und behaupten kann, die Outrider hätten Angst vor Masse. Er muss ja. Outrider, warte. Maxwell ist der Einzige, der die Landung ablassen kann. Du musst ihn zur Vernunft bringen. Okay, die Kugeln sind gut. Mann, macht das Spaß.
Verräter! Lass sie nicht näher kommen! Das hier ist deine Schuld! Okay, tot. Sorry. Tu das Richtige! Blass sie ab! Verschieb die Scheißlandung! Es ist zu spät! Hey, ihr da! Helft mir mit den Verwundeten! Sie müssen zur Krankenstation! Hier drüben! Na los, bewegt euch! Ich glaube, Anni ist fertig. Ich hole sie auch mal dazu. Hallo, Anni. Prolog durch? Keine Ahnung. Irgendwas nicht okay. Abgeschlossen stand da. Dann warten wir eben. Ich bin fast da. Sequenz. Das wird wieder... Scheiße, das ist aber dann dein Problem. Okay, hier. Es wird so gemacht. Was machst du da? Du gehst wieder in den Kälteschlaf, bis die Docs dein Leben retten können. Mach dich nicht lächerlich, ich bin erledigt. Aufpäppeln ist nicht mein Ding. Wann ist etwas wirklich vorbei? Gute war Frage. Es, als ihr die Erde verlassen habt? War es, als du sahst, wie das erste Raumschiff in Flammen aufging? Als du sahst, wie die anderen Outriders vor deinen Füßen starben? Als du dich selbst sterben sahst? Doch Enoch ist noch nicht fertig mit dir, Outrider. Wie ich immer sage, es ist vorbei, wenn's vorbei ist. Du, aus welchem Jahr bist du? Ja, welches Jahr? Was? Ist das deine Kapsel? Wo waren die Ablenkknoten? Komm schon, Doc. Wir müssen los, sie kommen. Willst du sie zurücklassen? Das sind Outriders. Deswegen sind wir nicht hier. Tut mir leid. Okay, ich glaube, wir lagen lange im Tiefschlaf. Ne, fuck you. Bleib, Arschloch! Ja, hier ist noch einer! Oh, Man of War. Outrider. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Tot? Mach mich los, dann siehst du's! Die Anomalie kommt. Mal sehen, wie schnell du bist. Ins Niemandsland. Wie die anderen. Zum Teufel bin ich. Scheiße, halt die Fresse! Du da, auch ICA, oder? Im Niemandsland müssen wir zusammenhalten, wenn wir überleben wollen. Was überleben? Den großen Sturm, der unsere Ärsche grillt. Ihr zwei sollt euer Maul halten! Wir sind da! Na los! Zurück! Was zur Hölle ist hier los? Ja, aber verhindert, wer heißt unsere Leute in Stücke? Ihr müsst hier raus! Wohin der Sturm kommt! Den Verhinderten sind Stürme scheißegal! Fahr hinten rum! Durch den Bau! Das schafft ihr doch nie! Wir werfen sie hier raus und suchen Deckung! Und bring den Captain um die Show, hast du den Bach! Ach du! Ich steh nicht!
Hilfe! Etwas macht ihn! Nein! Hilfe! Nein! Der Mann war verwundet! Ist besser so! Wehrt sich nicht mehr! Los, los, los! Wie lange geht das schon? Was? Der Krieg! Wie lange, verdammt? Wer weiß, seit vor meiner Geburt. Das ist völlig unmöglich! Mal los, öffne das verdammte Tor! Los jetzt! Ruhig, wir haben's ja gleich. Was? Wo? Wo bringt ihr uns hin? Ich sollte überhaupt nicht hier. Er lässt los mit dir! Eben erst aufgewacht, oder was? Kälteschlaf! Vorhin, ich... Ich bring dich auf den neuesten Stand. Hier ist das Paradies, das ihr Outriders uns versprochen habt. Verdammte Alienstürme, kein Dach, kein Essen, ausgestoßen wie Verbannte. Und die ECA-Kumpel schlagen sich den Bauch voll. Blödsinn, so war's nicht. Die Elektronik hat versagt. Wir hätten euch auch in den Kapseln verrecken lassen können. Wir haben euch gerettet und... Hab ich nicht gesagt, du sollst die Fresse halten? Das Wort kommt, haltet die Luft an! Willkommen im Tag des Todes, Arschloch! Das ist halt so eine vorgekippte Sequenz. Das glaube ich einfach nicht. Ihr seid doch durchgeknallt. Das alles ist völlig verriss. Ist es! Dann ab ins Niemandsland, Kumpel! So, ich denke, das reicht für den Prolog.